Assalamu alaikum Leute, was geht ab? Alles klar bei euch? Heute, meine lieben Freunde, geht es in den wohlverdienten Urlaub. Und zwar geht es in die Türkei. Auf jeden Fall, wir sind hier gerade am Flughafen hier. Bam. Zack, Leute. Gebt euch. Nach dem Motto, ihr habt noch nie Flughafen gesehen, Leute. Ich will jetzt hier auch gar nicht lang babbeln oder so. Lasst uns mal den Hintergrund wechseln, Leute. Ne? Ja, Leute, ein neuer Tag bricht an. Seht ihr die Berge hinter mir? Guckt euch mal das Ambiente an. Ich weiß nicht, ob ihr das seht jetzt so. So. Gehen wir mal nochmal sicher und ich halte mal drauf. Guck mal hier. Guck mal, wo ich hier hinlaufe. Also wenn ich vom Hotel rausgehe, so bei mir, dann kommen einfach hier so Berge. So. Das ist der Babadak. Ja, der Babadak. Und das hier ist Alidak. Spaß, Mann. Was für Alidak, aber der andere ist wirklich Babadak. Das ist ein Ambiente, das ist sensationell. Ihr müsst euch vorstellen, das hier sind Alpen und Ibiza in einem. All in, Junge. 10 Uhr morgens, ich kacke schon ab, Leute. So, Leute, ich fahre jetzt zum Strand. Ja, fahren wir hier mit dem Dolmusch, ganz chillig, ganz diskret. Bam, Alter, Leute, hier diese Berge hier. Das sieht man gar nicht so krass auf dem Bild wahrscheinlich. Aber diese Berge, die sind einfach nur heftig. Heavy, 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 Leute. Wenn ihr hier seid und das so live sieht, das sieht so Bigfoot-mäßig aus. Kennt ihr diese T-Rex, diese Filme mit Dinosaurier und so? So sieht das irgendwie aus, so richtig krass. Und dann gleich das Meer neben den Bergen. Heftig. Das ist ein Ambiente. Masha'Allah, richtig krass. Und hier, guck mal. Da sind diese Leute, die hier so vom Berg Babadak fliegen, runterfliegen oder runtersegeln. Da, guck mal, wie viele. Die so Ameisen da oben. Die machen auch richtig Cash, die Türken. Komm mal hier. Guck mal, wie blau. Geh mal rein. Kamera, ciao, alles ciao. Komm mal. Alles da. Oder ich gehe so weit rein ins Meer, so dass ich noch stehen kann. Und das war's. Wieso? Weil ich nicht schwimmen kann, Leute. Ich sag euch, das ist auch so ein Tipp von mir, Leute. Ihr müsst nicht den Pascha machen neben Leuten, wenn ihr eine Sache nicht könnt. Steht zu dieser Sache, dass ihr diese Sache nicht könnt. Und fertig. Macht nicht da den Playboy vor anderen am Ende, ihr verreckt oder so. Oder ich kann nicht schwimmen. Für mich ist Schwimmen, ich gehe so weit rein, solange ich noch stehen kann. Versteht ihr, Leute? Ganz diskret, so. Hauptsache Abkühlung ist da, hier, Bruder. Was ist der Unterschied, ob ich jetzt da hinten reingehe oder hier? Wasser kommt auf Körper, hier. Schon. Alles da. Türken haben ein brutales Land. Also jetzt mal ganz ehrlich, das ist ja so. Also das ist schon krass. Merkt euch diesen Ort, Leute. Fethiye Ali Deniz. Flughafen Dalaman. Da hinten diese Ecke ist umsonst. Und ab diese grüne Wand hier, in diese Richtung da, kostet Tminiyet, Floß, Paracho. Versteht ihr? So. Ich bin jetzt auf dieser Seite, die Geld kostet, nur dass ihr wisst. Aber ganz ehrlich, warum, Bruder? Da hinten ist so voll. Ich mag das nicht, so wie Seerobben. So einer liegt neben den anderen, so. Finde ich voll ekelhaft, so. Ich mag das einfach nicht. Mir geht es zurzeit beschissen. Und zwar folgendes Szenario, Leute. Da auf diesem Boot da gefahren, da hinten das. Ja. Und dann habe ich mich übergeben, Leute. Ja. Und jetzt fühle ich mich dementsprechend. Ich sehe, die Leute haben hier Spaß. Und hast du nicht gesehen. Und mir geht's beschissen. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere von euch schon mal seekrank war. Aber ist ein ekelhaftes Gefühl. Wünsche ich keinem von euch. Auf jeden Fall schön gekotzt und so. Es hat auch niemanden so richtig gebockt so im Boot. So. Dieses sprach dann so, ja, muss noch 15 Minuten aushalten. So. Okay, so. Ah ja, im Endeffekt, was soll er machen? Pech gehabt. Wisst ihr, was mich richtig heftig baff macht, Leute? Da hinten eiskalt Grill und die Leute geben sich Essen, Alter. Tschüss. Diese Boote, die wackeln. Ich lieg gerade hier auf Festland, ja nicht? Und mir ist kotzübel, Alter. Und ich denke mir da hinten, die sind auf Boot und geben sich Essen, Alter. So, Leute, jetzt geht's wieder zurück Hotel.
Ich habe Hunger, muss wieder was in den Magen. Ach so, da haben mich einige auch gefragt, ob man, wie die Ernährung aussieht so im Urlaub. Ich bin da ganz ehrlich zu euch, ich scheiße da komplett auf dieses Protein, Kohlenhydrate, Fett. Ich hau dann einfach rein, was mir gerade so schmeckt, Leute. Ne? So Leute, ich zeige euch jetzt mal ein bisschen, wie die Sache hier abgeht. Hier sind die ganze Bedienung, ist hier. Salam alaikum ab. Hier, das ist mein Lieblingsfreund. Das ist mein Lieblingsfreund. Der macht immer Börek und alles, ne? Das ist der Börek-Man, der Freund. Salam alaikum abi. Nassen. Alhamdulillah abi. Da geht's los jetzt hier so ein bisschen, ne? Da haben wir hier Reis. Da haben wir, weiß ich nicht, Köfte, irgendwas. Ne? So. Gemüse muss auch sein. Ne, Freunde, da haben wir hier geschnitzeltes. Da haben wir Kartoffeln, Champignons. Hier, der Kollege grillt auch. Ne? Was macht denn der Schöne? Wir haben Pommes, Tomaten. Was hat denn der Hähnchen da? Hähnchenflügel, Protein. Salam alaikum an. Hier, zack. Ja, und dann haben wir hier auch die Salate. Ja, nochmal diese ganzen Beilagen und alles. Ne? Mal hier, zack, Leute. Ne? Alles Mögliche. Das ist halt diese Antipasti, das mögen die Türken sehr krass. Ja? Hier Salat. Das ist ganz wichtig. Okay, und heute gibt es einen Hauptgang. Da macht der Iskender oder was? Iskender, ne? Hat er einen Döner-Kebab ausgestellt? Boah, guck mal, wie das brutzelt, Leute. Ne? Zack, Leute. Ah, heute macht der Iskender, ja. Guck mal hier, Leute. Schön türkische Flagge auf der Brust. Iskender macht er heute. Na, jungen Mann hier mal ein bisschen arbeiten hier. Schön. Der macht jetzt Iskender Kebab. Gucken wir mal. Schöne Dessert, wisst ihr, Baklava darf nicht fehlen. Zack, 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 Leute. Ja? Alles schön präpariert, free. Gib ihm. Seht ihr das, Freunde? Die haben ja auch eine Eisbahn, ne? Das ist normal. Schöne Sache, da wird man noch satt, Leute, ne? So, Leute. Ich stelle euch das Ganze mal vor. Ich habe jetzt hier Iskender genommen. Ein bisschen Bulgur habe ich hier. Ne? Habe ich ein bisschen Fisch, ein bisschen Hackfleisch, ein bisschen Pommes frites und Salat darf nicht fehlen. Essen gibt es sowieso in ganz Türkei brutal, aber wisst ihr, was es nicht so krass gibt? Das war diese Kulisse hier. Guck mal. Schön Berge. Und hier hast du dein Essen, Leute. Da wird man doch glücklich. Könnt ihr doch erzählen, was ihr wollt, ne? Auf jeden Fall, Leute, das war ein richtig geiler Tag. Ich gehe jetzt in die Moschee, den Tag abklingen lassen. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal, meine lieben Freunde, ne? Adan, Leute. Guck mal, da hinten ist die Menschheit. Ich kann nur sagen,